Geld regiert die Welt. Dieser Spruch ist so einfach wie banal. Doch wie kommt man selbst an Geld, um beispielsweise neue Investitionen zu tätigen? Gerade für Unternehmer ist das eine zentrale Frage. Um die spannende Welt der Finanzen ging es beim Wirtschaftsforum im Zwickauer Rathaus gestern Abend. Den schwierigsten Part des Abends hatte wohl André Koberg von der Sächsischen Aufbaubank. Fördermöglichkeiten, Antragstellungen, Bewilligungssummen, Entwicklung. Nach seinen eigenen Worten trockene und durchaus komplizierte Themen. Doch hat man die Hürden einmal in Angriff genommen, stehen einem Unternehmer verschiedene Wege offen. Ja, die Unternehmensbedürfnisse sind vielfältig und wir haben für fast alle Unternehmensbedürfnisse entsprechende Fördermöglichkeiten. Insbesondere die Investitionsförderung ist etwas, was von den Unternehmen sehr gerne und mit großem Erfolg nachgefragt wird. Ein anderes Thema des Abends war die Börse. Für Außenstehende möglicherweise der Gegensatz zu einer Bank. Doch das erweist sich spätestens beim zweiten Blick als Fehlannahme. Das steht sich nicht völlig gegensätzlich gegenüber. Es handelt sich bei beiden Aspekten um Finanzierungen von Unternehmen. Das eine ist Eigenkapital, das andere ist Zuschuss seitens des Staates. Und beides soll dazu dienen, dass die Wirtschaftskraft gesteigert werden kann. Der nächste Teil der Veranstaltung drehte sich um die Börse. Jeder hat sicher seine Vorstellungen davon, was an den Wertpapierhandelsplätzen der Welt passiert. Richtigen Durchblick haben aber nur die wenigsten. Der TV-Börsenexperte Holger Scholze verstand es aber prächtig, die Wirkmechanismen der Finanzmärkte zu erklären. Sein reicher Fundus an Zitaten der Altvorderen kam ihm dabei zugute. Nun wissen Sie, der Börsenaltmeister André Costolani, der im vergangenen Jahrhundert lebte, können wir ja jetzt schon sagen, der hat Wirtschaft und Börse immer mit einem wunderbaren Bild verglichen und hat gesagt, stellen Sie sich einen Spaziergänger vor, der einen Dackel an der Leine hat. Und der Spaziergänger geht ganz in Ruhe in eine Richtung. Und der Dackel, der läuft mal vorne weg und läuft mal hinterher. Stellen Sie sich vor, der Spaziergänger, das ist die Wirtschaft, das ist die konjunkturelle Entwicklung. Und der Dackel, das ist die Börse, die läuft mal ein bisschen voraus und mal hängt sie ein bisschen hinterher und pendelt sich dann immer irgendwo ein. Allerdings ist natürlich die große Kunst, das vorherzuahnen, wohin sie denn demnächst pendelt. Das verdeutlichte er dem Publikum mit einem einfachen Experiment. Jeder durfte klatschen, wie er wollte. Auf Scholzes Signal hin sollten alle im Takt klatschen. Nur 2 Sekunden hat es gedauert, bis alle im Gleichklang waren. Genau wie an der Börse. Wenn nur der richtige Impuls kommt, könnte sich der Markt mit einem regelrechten Ruck bewegen. Früher sah man das, wenn die Broker plötzlich wild durcheinander schrien. Ein Bild, das heute immer seltener wird. Es gibt noch vielleicht eine Handvoll Börsen auf der Welt, wo noch tatsächlich so ein richtiger Parketthandel, ein Open-Outcry-Handel stattfindet, wo erwachsene Männer, teilweise auch sehr übergewichtig, in einem Ring oder Pit stehen und sich dort den ganzen Tag anbrüllen, auf der Jagd nach dem besten Kurs beim Kauf oder beim Verkauf. Also das gibt es durchaus. Vor einigen Jahren habe ich sie selber noch besucht, in London zum Beispiel, die große Öl- und Gasbörse. Diese, und da haben Sie vollkommen recht, ist allerdings inzwischen zur elektronischen Börse geworden, sodass man dort diesen Open-Outcry-Handel jetzt inzwischen nicht mehr erleben kann. Aber es gibt durchaus noch Terminmärkte, zum Beispiel auch in Chicago oder in anderen großen Städten dieser Welt, wo man das tatsächlich erleben kann, dass ausgewachsene Männer, aber auch Frauen knöcheltief in Papierschnipseln stehen, die sie dann wegwerfen, sobald die entsprechende Wertpapierorder ausgeführt wurde. Börse? Das ist aber nicht nur wildes Spekulieren à la Uli Hoeneß. Börse kann auch mit langfristiger Planung eine Investition in die Zukunft sein, mit überschaubarem Risiko. Wir dürfen nicht vergessen, dass die staatlichen Rentensysteme, wenn wir, aber auch die jüngeren Menschen, die in Zwickau und Umgebung leben, aber in ganz Deutschland unterwegs sind, wir alle werden große Probleme haben, unseren Lebensstandard, den wir uns aufbauen, bis wir mal ins Rentenalter kommen, danach aufrechtzuerhalten, denn die staatlichen Rentensysteme werden dafür nicht ausreichen. Wir müssen also unbedingt zwingend privat parallel dazu vorsorgen. Und damit man nicht irgendwelchen
dubiosen Finanzvermittlern, die es leider Gottes eben auch gibt, auf den Leim geht, sondern eben an die seriösen gerät und dies auch unterscheiden kann voneinander, sollte sich jeder eben auch ein Stück weit mehr informieren, wie es an den Finanzmärkten zugeht, wie es dort funktioniert, damit man dann auch das für sich und seine eigene Altersvorsorge passende Produkt findet. Gerade den Jüngeren empfehle ich immer, legt doch schon mal 5 bis 10% dessen, was ihr so monatlich zur Verfügung habt, zur Seite und kauft euch zum Beispiel einen Sparplan, dass ihr jeden Monat einen regelmäßigen Betrag einzahlt in einen Fondssparplan oder ähnliches und dann eben Stück für Stück tatsächlich über die Jahre auch ein gutes Vermögen aufbauen könnt, denn da profitiert ihr letztlich auch noch vom sogenannten Cost-Average-Effekt, das heißt, wenn die Kurse mal fallen sollten, werden mehr Fondsanteile gekauft für den gleichen Betrag und wenn die Kurse steigen, ja, dann hat man am Ende natürlich sowieso den großen Vorteil, dass sich dann das Vermögen von selbst vermehrt, wenn man schon investiert ist. Das muss man aber auch erstmal beherrschen. Wer will schon den Sprung ins kalte Wasser wagen und schlimmstenfalls durch Unwissenheit viel Geld in den Sand setzen? Muss man aber gar nicht. Dafür bietet die Sparkasse beispielsweise das sogenannte Planspielbörse an. Das ist wunderbar. Dieses Planspielbörse gibt es ja schon seit mehreren Jahren, nicht zu sagen Jahrzehnten. Ich bin da auch selbst regelmäßig zu Gast bei den jungen Leuten, die dort mitmischen und die das mit großer Begeisterung auch durchführen. Und da kann man natürlich schon lernen, welche Einflussfaktoren es auf die Börse gibt, ob sich der Zins ändert, ob sich vielleicht politische Systeme wandeln, ob sich natürlich die konjunkturelle Entwicklung in die eine oder andere Richtung bewegt und vieles mehr hat eben Einfluss auf die diversen Kursschwankungen an den Börsen. Damit meine ich nicht nur Aktien, sondern durchaus auch Rohstoffe, wie zum Beispiel jetzt Öl. Der Ölpreis kam jetzt zuletzt deutlich zurück. Oder auch Edelmetalle wie Gold und Silber und vieles, vieles mehr. Und um diese Mechanismen besser kennenzulernen, eignet sich natürlich ein solches Börsenplanspiel auf ideale Art und Weise. Allerdings kommt dann der große Schritt, irgendwann tatsächlich mal mit echtem Geld an den Finanzmarkt zu gehen. Dann kommen dann noch ganz andere Emotionen hoch und da sollte man am Anfang doch sehr, sehr vorsichtig agieren. Aber dann ist es doch eine sehr, sehr sinnvolle Sache, gerade in Aktien zu investieren, gerade in der heutigen Zeit. Das Wirtschaftsforum kann auch in diesem Jahr ganz klar als Erfolg gewertet werden. Auch die anschließende Podiumsdiskussion wurde von den Teilnehmern rege genutzt. Finanzen sind halt ein Thema, ohne das Wirtschaft nicht funktioniert. Und die Zwickauer Wirtschaftsförderung ist jedes Mal bestrebt, neue, spannende Themen für die Unternehmer zu finden. Auch im Hinblick auf das nächste Wirtschaftsforum. Ja, ich muss sagen, nach dem Forum ist immer vor dem Forum und deshalb haben wir auch uns schon etwas wieder drüber unterhalten. Ja, was werden wir denn nächstes Jahr vom Thema aufgreifen? Aber da will ich mal noch nichts verraten. In jedem Falle werden auch immer die Anregungen der Forumsteilnehmer in den Planungen berücksichtigt. Zweifellos wird es aber wieder eine Herausforderung, mit der nächsten Veranstaltung den Erfolg abermals zu toppen.